Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 2 Episode 1. So, jetzt kann man noch den Titel lesen. Wir springen also nach Half-Life 2 zwei Jahre in die Zukunft. Das ist nämlich, wo Episode 1 rauskam, im Jahr 2006. Ich habe eben tatsächlich einfach nochmal nachgeguckt. Und nicht, wie ich letztes Mal gesagt hatte, dann das Portal zwischendrin irgendwie rauskam, sondern tatsächlich kam Episode 2 und Portal im gleichen Jahr, nämlich 2007, raus. Und wahrscheinlich haben sie dann noch nicht einen Spieler angekündigt mit einer 3 im Namen, sondern mit einer 2 im Namen. Und man ging dann davon aus, es wäre eben der dritte Teil von Half-Life 2. Also Half-Life 2 Episode 3, meine ich damit jetzt. Das ist sowieso schon lustig, der dritte Teil von Half-Life 2. War aber dann Team Fortress 2. Das weiß ich nämlich noch, ich war mir ziemlich sicher und ich habe gesehen, Team Fortress 2 kam dann danach. Von daher, ja, so muss das gewesen sein. 100% erinnere ich mich nicht mehr. Aber hier wird die Geschichte von Half-Life, ich weiß gar nicht, ob sie weitererzählt wird oder ob das dazwischen ist. Ich glaube aber, sie wird weitererzählt. Ich würde sagen, ich kann mich tatsächlich an die Spiele auch nicht mehr so gut erinnern. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Ich habe schon, wie ihr hier sehen könnt, die Untertitel auf Deutsch gestellt und habe auch schon alles eingestellt. Das sollte funktionieren. Ich habe es nicht ausprobiert, das heißt, es ist eine Überraschung für mich wie für euch, ob das mit der Steuerung wieder so hakelt wie damals bei Opposing Force oder nicht. Sollte eigentlich nicht. Also fangen wir mal ein neues Spiel an und hoffen, dass die Untertitel wirklich auf Deutsch sind. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. Da können wir uns noch dran erinnern. Es knüpft also nahtlos an. Spielen wir jetzt als sie? Der wirkt etwas abgelenkt. We'll see about that. Lila Vortigons. Das klingt nach Dog. Dog! Du bist's! Wir sind doch Gordon Freeman, eindeutig. Alex. I was so worried. Hey, the gravity gun. Give it to him, dog. There, Gordon. Dog's happy to see you. I can tell. Okay, dog. Go get the monitor set up so we can check in with my dad. He must be worried sick about us. He was so sure I wouldn't find you here. Citadel's really coming apart. I still don't know how we got out of there. The last thing I remember is falling. Huge explosion, and then I heard Vortigaunts. Next thing I knew, Dog was digging me out of the rubble. Oh, it's all so strange. Oh.
Where's your... It's my dad. We've been trying to reach him for hours. Okay, das kann ich bestimmt nicht nachmachen, oder? Nein. Come on. Fred, come in. Okay, schauen wir mal, ob wir hier ein... Nein, das ist zu steil. Ah ja, okay, ich sehe schon. Hier kracht diese Tür runter und bildet für uns eine Brücke. Weil wir nicht so wie Alex da hochklettern können. So. Ich bin hier. But listen, you two have to get out of the city. The Citadel could blow at any moment. There's no question that it will, I'm afraid. Our remote sensors indicate the process is accelerating toward a dark energy flare. Anyone left in the vicinity will be subjected to energetic events whose effects are beyond my powers of speculation. The ravages to cellular material are unimaginable. Stop! Dad? Oh, dear. Eli, I'm sorry, but surely there's no need for undue alarm. Alex is well out of harm's way by now. Well, actually, we're still at the Citadel. What? Oh, dear. But there's really no time. The core is exceedingly close to collapse. Why, there's no way to get far enough without first... Well, nothing short of a direct intervention in the core could possibly retard the reaction. You mean going in? Ich habe immer noch meinen Suit an. But it's far too dangerous to consider. The chamber will be bathed in radiation. Well, you do have the hazard suit. Eben. If we found a way into the Citadel, it's possible we could... Alex, no! But Dad! Izzy, talk some sense into her! I'm sorry, Eli, but I don't see any other way. It would help us evacuate more citizens. We can do this, Dad. Okay, Alex, okay, just promise me. Promise me that you won't take a single unnecessary risk. I promise. I love you. I love you too, baby. I'll be praying for you. Don't worry. I'll see you soon. Natürlich macht er sich Sorgen. Schließlich seine Tochter. Let's see if we can find a way into the Citadel from somewhere along the rim. Hä, wenn ich das erste Mal. Dog, a little help, please. Thanks. Okay, boy. Pack up and meet us on the far side of this ridge. Whoa. Da geht's tief runter. After you, Gordon. Okay, dann wollen wir mal. Gucken Sie erstmal Staub, weil. Das würde ja sonst frech sein. Das sind lauter Teile von irgendwelchen Combine-Robo-Geschichten. Auto im Weg. Das kriegen wir auch aus dem Weg geräumt. Gut, sie kommt hinter uns her, das ist gut. An jedem Vögel. Also wir sind immer noch innerhalb der Sicherheitsmauer. Now stay with us and help us find a way over. Okay, genau, hier funktioniert. Naja, irgendjemand muss eben die Explosion verhindern, ne? Well, Doc, what do you think? Any ideas? Ooh.
Das kann der nicht ernst meinen. Ja, so. Au. Der wirft mich ab. Das war nicht sehr nett. Komm, steig ein. Wir kriegen das hin. Well, Gordon, unless you have a better suggestion, he is a robot. He's done the math. I want you to get out of here as fast as you can. Go find Dad. We'll catch up. Don't worry. All right. I'll miss you too. Now, don't worry about me. I'll see you soon. So, hier kommt das Flugauto. Festhalten. Müsst ihr euch auch alle festhalten? Nicht, dass jemand von euch rausfällt. Arme und Beine und Köpfe drin halten. Das scheint funktioniert zu haben. Good throw, dog. Now go, boy, go on. You'll be fine. Just uh-oh. What now? Whoa. Hold on. Hier geht's runter. Dir gut? Hey, let's get off before the next ride starts. Gute Idee. Holy crap. Ja, da hätten wir nicht reingewollt. So, dann wollen wir. My God, this place is really coming apart. Wir müssen irgendeinen Weg finden, mit dem wir weiterkommen. Ich gehe hoffentlich, oder hoffentlich ist die Annahme richtig, dass hier keine Soldaten mehr sind. Und ich hoffe, dass wir keinen von euch auf dem Weg bei dem Sturz verloren haben. Ich habe jetzt keine Zeit, durch nochmal durchzuzählen. Das wäre praktisch, ja. Wie wäre es hier runter? Sehr schön. Und dann hier durch, das Kraftfeld ist aus. Oh, hier leuchtet was rot. Das ist typischerweise nicht gut. Da leuchtet einiges rot. Oh, hier sind noch Zombies am Arbeiten. Wir müssen irgendwie von der anderen Seite. Ich kann hier durch, aber die Roller Mines, die fallen hier nur runter.
Der Stalker hier, der ist mal gewesen. Okay, ich kann hier runter. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich die, oder meinst dort, nicht die hier. Aufzug hier spinnt. So, da können wir uns wieder aufladen. Wir haben immer noch den starken Anzug, aber nicht das starke, die starke Dienstmaschine. Sind also Roller Mines, die so, und hier kann ich wieder zurück zu ihr. Aha, wahrscheinlich muss ich eine von den Roller Mines durch dieses Kraftfeld durch. Also. Eine von euch nehme ich mit. So. Oh, ich found one. Dad taught me how to reset the targeting system on these things. A little extra juice in the right spot and it's on our side. I'll hold it out where I can work on it. So. Das hat gut funktioniert. We can get through now. Let's go. Darauf habe ich nur gewartet. Ich wollte nicht von der Roller Mine in die Luft gejagt werden. So. Das ist nicht stark genug, dass wir hier das mehr nehmen können, so wie wir es am Ende vom Vorgänger konnten. Das heißt, unsere Gravity Gun ist schwächer geworden. Nee, hier geht alles kaputt. Die wollen einfach nur hier raus. Und wir gehen genau dahin, wo die Explosion herkam. Das machen wir auch gerade. Das heißt, eigentlich sind wir natürlich auf dem Weg zum Kern, aber erst mit hier lang. Okay. Holy crap, we gotta cross through that. Timing. Timing und Sprinten, so wie ich. Genau so wird's gemacht. Das muss die Kammer sein, in der ich angekommen bin. What went on in here?
Das würde ich auch gerne wissen. Das ist die Vergangenheit. Ja. Der hat uns gesehen, würde ich sagen. Das ist der, mit dem Dr. Green geredet hat. Gedankenangriffe. Ja, lass uns weitergehen, bevor es wieder zurückkommt. Stimme im Hintergrund wieder, ne? Warning Bypass, also die sagt wieder alles, was wir tun. Auch wenn niemand mehr da ist, um drauf zu reagieren. Oh, die Dinger funktionieren noch. Ich krieg die starke Waffe wieder. Weil das Confiscation Field, das Übernahmefeld, kommt ja mit meiner Gravity Gun nicht klar. So wie damals auch. Ja, ist die Frage, wie lang es so bleibt. Huch. So. Ja, sorry, dass ich jetzt nicht allzu viel rede, aber hier ist halt viel auch Konversation im Spiel, die ich natürlich nicht möchte, dass er sie verpasst. Okay, hier ist also das rechte Ding an. Das linke ist aus. Wahrscheinlich muss das da rein. Jawohl, und schon haben wir das Rätsel gelöst. So, und tatsächlich ist auch so ein bisschen das hier die Basis für Portal gewesen. Ja, also man sieht das hier eindeutig auch schon, diese Brücken aus Energie, die man ja im Portal dann irgendwann hat. Einmal interessieren die sich für uns. Nun ja, ich sorge mal dafür, dass hier diese Brücke, diese Lichtbrücke wieder angeht. So, hier unten sind ja genug von den Energiekugeln drin. Links und rechts. Und hier haben wir Energie. Ich renne mal drüber, falls das nur zeitweise an ist. Neuer Versuch. Ich wollte eigentlich vor dieser Granate wegspringen, aber dann war Alex im Weg.
Ach, da ist ein... Das sehe ich ja jetzt erst vor lauter Gegnern. Da ist eine Wand im Weg. Nummer 2 an. Und dann können wir wieder rüber. So. Dann geht's hier unten drunter durch. Und wie ich schon sagte, also hier ist einfach... Hier passiert einfach zu viel, als dass ich jetzt hier das über die Leute drüber schwätzen möchte. Sonst kriegt ihr die halbe Story nicht mit. Dann geht natürlich alles kaputt, wenn wir durchlaufen. Mal speichern. Da nicht drauf treten. So. Da oben ist auch irgendwas, was gerade am kaputt gehen ist. So, hier ist das, der Glasboden weg. Strider sind noch da. Alex, gewisst du dich? Okay, also die Strider werden immer noch... Nur, dass es nicht gut funktioniert, aber die Strider werden versucht zu deployen. Ja, das ist ein Dropship mit einem Strider, das abgestürzt ist. Generiert die Dinger. Okay. Das war das Falsche. Ich musste das nicht ausmachen, sondern einfach nur alles kaputt. Und wir müssen schnell in den Kern, um die Kernschmelze zu verhindern. Aber wer Portal kennt, erkennt schon ein bisschen die Sachen, die hier passieren. Ach ja, und... Das hier ist die Energiequelle. Man muss nur treffen. Da haben wir es doch. Okay. Irgendwo müssen wir jetzt hier schnell hinhüpfen. Quicktime-Events sind leider nicht so meins. Wahrscheinlich habe ich schon viel zu spät gespeichert oder sowas. Halt. Moment. Here comes more. Natürlich. Natürlich. Watch out. Ich habe die ganze Zeit geschossen. Warum hat er nicht... Also mehr als schießen kann ich nicht.
Ja, ihr merkt ja hier diese Animation, wenn ich saugen. Okay, vielleicht muss ich natürlich anziehen einfach. Ja, ich muss es auffangen. Trotzdem, normalerweise ist der Scharf immer stärker gewesen als das Fangen. What's wrong with this lift? Das ist... ich denke mal, ich muss nur hier hinten da etwas hineinkriegen. Gut, dann ziehen wir mal das hier raus. Und gucken, ob wir dann das Bällchen dahin durchbekommen. Jawohl. Und es wird auch jedes Mal ein Stückchen schneller. Das heißt, diese Ghoulen da so reinschießen. Und die ist sonst wohin. Irgendwie treffe ich gerade nicht. Jetzt haben wir es doch. Hier ist einer von den Freunden. Komm schon. Jawohl. Genau das, was ich wollte. Und jetzt geht's wieder nach unten. Da war also so ein Stalker, hat sie die genannt. Ja, dann stell dich mir nicht in den Weg. Puh, das war Glück. Okay, dann schauen wir mal. Das hier ist das Combine-Logo. Das klingt, sieht aus wie eine Half-Life 1 Ladeschwelle. Ah, ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt Loading kommt. Ah, okay, man muss weiterlaufen. Das ist das typische Loading in Half-Life 1. So, und was hinter dieser Tür ist, nämlich der nächste Abschnitt. Aber was hier genau ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge nächste Woche. Ciao, miau.